Für Benutzer mit Legasthenie bietet das Betriebssystem macOS spezielle Werkzeuge. Schauen wir uns erstmal die Diktierfunktion an. Die Diktierfunktion wird verwendet, um schnelle und fehlerfrei schreiben zu können. Um sie zu aktivieren, klicken Sie auf das Apple-Symbol an der oberen Menüleiste und dann auf Systemeinstellungen. Im neuen Fenster klicken Sie auf Tastatur. Unter dem Menüpunkt Diktat sehen wir die Einstellungen für die Diktierfunktion. Mit dem Tastaturdiktat kann man an jeder Stelle, an der Text eingegeben werden kann, Text diktieren. Zum Diktieren in einer anderen Sprache klicken Sie auf das Einblendmenü Sprache und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Die Diktierfunktion kann über einen Kurzbefehl aktiviert werden. Im Einblendmenü Kurzbefehl sehen wir 5 Standardoptionen. Unter dem Menüpunkt Text kann man eine automatische Korrektur aktivieren. Die automatische Korrektur kann Menschen mit Legasthenie dabei unterstützen, fehlerfreie Texte schneller zu erstellen. Für eine bessere Konzentration können die Benutzer aus dieser Zielgruppe Hintergrundbilder für Desktop ausschalten. Klicken Sie auf das Apple-Symbol an der oberen Leiste, dann auf Systemeinstellungen und wählen Sie im neuen Fenster Schreibtisch und Bildschirmschoner aus. Hier stehen verschiedene Hintergrundbilder zur Auswahl. Einfarbige Hintergrundbilder sind unter Farben zu finden. Die Einstellungen der Transparenz könnten für Benutzer mit Legasthenie auch nützlich sein. Ausgeschaltete Transparenzeffekte tragen zu einer besseren Lesbarkeit der Texte bei. Unter Systemeinstellungen, Bedienungshilfen, Anzeige, Display befinden sich die Einstellungen der Transparenz. Die Option Transparenz reduzieren erlaubt es, den Transparenzeffekt durch einen kontrastreichen Hintergrund zu ersetzen. Bei macOS gibt es auch das Werkzeug gesprochene Inhalte. Es wird genutzt, um Texte vorlesen zu lassen. Das Werkzeug könnte die Benutzer mit Legasthenie beim Lesen unterstützen. Klicken Sie auf gesprochene Inhalte und aktivieren Sie die Einstellung Objekte unter dem Zeiger sprechen. Objekte unter dem Zeiger sprechen markiert. Mit diesen Einstellungen werden alle Inhalte, die sich unter dem Mauszeiger befinden, vorgelesen. Die Einstellung Auswahl sprechen erlaubt es, markierte Texte vorlesen zu lassen. Wähle eine Stimme für die Sprachausgabe von Text und Warnungen aus. Klicke auf Abspielen, um ein Beispiel zu hören. Weitere Informationen findest du unter Stimme ändern, die dein Mac zum Sprechen des Texts verwendet. Da die Benutzer aus dieser Zielgruppe sich leichter ablenken lassen, wird es empfohlen, Systembenachrichtigungen auszuschalten. Unter Systemeinstellungen, Mitteilungen, können Benachrichtigungen für alle Apps deaktiviert werden.